So, lieber Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Police Simulator Patrol Officer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute weiter mit der nächsten Schicht. Wir brauchen jetzt noch 291 XP, um den siebten Stern rauszukriegen. Und damit geht's heute weiter. Zumindest hier heute XP. Wir kriegen es morgen wahrscheinlich. Wo machen wir denn heute mal weiter? Wo lagen wir denn schon lange nicht mehr? Historic Downtown? Nee, North Point. North Point. Haben wir schon mal lange nicht mehr. Machen wir eine Fußstreife bei Nacht. 15 Minuten, wie immer. Und wir gehen heute weiter. Aber mit unseren Strafzettel, aber wir wissen, dass wir wahrscheinlich noch einen Anruf zwischendurch reinkriegen. Na gut, machen wir weiter. Legen wir los mit Frank Miller. Es sind etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Ich kann das übernehmen. So, fangen wir mal an. Das ist eine Einbahnstraße, ne? Oder? Ist das eine Einbahnstraße? Sieht so aus, ja. Das ist eine Einbahnstraße, damit ist es okay. Wobei wir gerade dabei sind, das ist gar kein Parkplatz, das ist eine Bushaltestelle. Besondere Haltezone ist eine Bushaltestelle. Da ist es. Auch wenn er. So, den werden wir abschleppen, auf jeden Fall, weil er hier. Ich würde dir einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken. Ich habe ja einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, dann machen wir das. Da kommt schon der Abschleppwagen. Und wird das Fahrzeug aus der Bushaltestelle. Fern, das sieht aber auch scheiße aus. Mal Fotokamera ausrüsten. Kann ich das mal fotografieren hier? So. Gut. Gucken wir mal. Na gut, ich kann ja nichts machen, wenn der. Entschuldigung. Er hat auf jeden Fall kein Dings drin. Abgelaufenes Kennzeichen, weil er gar keine Plakette drin hat. So, auf dem Bürgersteig. Nehmen wir den mit. Wie gesagt, wir brauchen 219, um diesen Tag zu absolvieren. Was haben wir denn hier? Nur Parking Wednesday. Aber ist okay, wir haben nicht Mittwoch, wir haben also alles okay. Was haben wir denn hier? Okay. Du stehst aber. Oh ja, du stehst vor dem Hydranten. Das heißt, ergo, der kriegt auf jeden Fall eine Parkposition mit seiner Haltezone, Hydrant. Der wird auf jeden Fall abgeschleppt, der Kollege hier. So. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Natürlich, ja, okay. Er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, der Graue auf jeden Fall weg damit. Wie gesagt, der steht vor dem Feuerhydrant. Der wird sein Auto definitiv jetzt verlieren. Also da ist das SUV hier. Moin. Hallo. Darf ich den hier an? Schau scheiße hier, ne? Hey, darf er nicht. Kennzeichen überhaupt abgelaufen? Nee, ne? Ne, das war ja okay. Okay. So, erstmal der SUV weg. Dann mit der hier. Oh, das war. Hallo, mein Freund. Mein Freund. Hallo, 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 hallo. Ansprechpartner. Machen wir mal für sein. Umweltverschmutzung. Ich habe Sie angehalten, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Es tut mir leid. So, wollen wir mal einen Personalausweis fragen? Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Oh, abgelaufener Ausweis. Dafür kriegst du auf jeden Fall mal eine Strafe. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? So. Achso, der hat ja den Müll noch hingeworfen, ne?
Sie werden unter einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Wirklich? Das ist viel Geld! So. Machen wir mal eine Durchsuchung. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kommen. Ich habe ja was zu verbergen noch. Einfach nur mal so. Nö, hat gar nichts. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So, die war das mit. Noch so einer. Stopp! Ich halte Sie fest, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Warum sollte ich Müll auf den Boden werfen, Officer? Ich weiß, was ich gehört. Hat man gerade anders gesehen. Personalausweis. Ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Der ist soweit okay. So, du kriegst auf jeden Fall mal Verstoß. Wegen der Umweltverschmutzung. Ich belange Sie wegen Umweltverschmutzung. Das macht $25. Sie vermiesen mir den Tag. Alles in Ordnung. Tschüss. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ich kann ihn ja nicht ohne Verdacht einfach nicht suchen. So, mein Freund, du wirst auf jeden Fall mal hier eine Strafzettel für den falsch parken. Und zwar auf der Ausrichtung auf den Bürgersteig. Mein Ziel ist es, heute den 7. Stern zu kriegen. Du kriegst auch noch einen dazu, weil du schießt mich einfach auf den Bürgersteig. Mein Freund, da steht dir irgendwo vor, wo ich nicht wissen muss. Nee. Position und Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Weiter geht's. Wir müssen nämlich gucken, dass wir die richtige. Was hast denn du da? Oh, da steht wieder einer vor der Bushaltestelle und noch hinterher einer gegen die Fahrtrichtung. Quatsch, auf dem Dings. So, du kriegst auf jeden Fall mal wegen besonderer Haltezone, nennt sich Bushaltestelle. So, damit wird das Fahrzeug auf jeden Fall auch schon mal entfernt. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, du kriegst wegen Parken auf dem Bürgersteig noch eine dazu. Eine auf dem Deckel. So, der Kollege, der da an der Bushaltestelle steht. Mit seinem Auto jetzt definitiv erstmal losfährt. Ist das hier unser Umweltsünder? Ja, das ist er doch. Jetzt alle am Telefonieren. Ja gut, das ist für die Uhrzeit auch durchaus normal. Es gibt ja auch tatsächlich viele Frauen, die ich so erkenne, die tatsächlich ihre beste Freundin anrufen bezüglich Heimweg. Damit sie sich einfach sicherer fühlt. Das kann ja auch jeder sein. Schon wieder ein Versünder. Wo denn? Okay, hab ich gesehen jetzt gerade. Doch, da ist ja unser Arbeitssünder. Moin. Festhalten. Umweltverschmutzung. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Das passiert doch jedem Mal. Ja, aber du nicht. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. So. Tschüss. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, du darfst jetzt mal hier abgelaufene Parkuhr. So. Wieder mal Position. Eine Ausrichtung. Ja, wir brauchen 219. Und die schaffen wir heute auf jeden Fall. Wir sind schon bei 197. Glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Da ist gar kein Kennzeichen dran, ne? Oder sehe ich das falsch? Warte mal, wir gucken gerade mal. Mit der Taschenlampe. Doch, er hat eins. Okay. Ist das noch gültig? Ja, ist es. Alles gut. Schon wieder noch ein Sünder. Wo ist er? Ich sehe nicht. Ja, der Glück gehabt. Mal so nebenbei. Der macht sich eigentlich. Nee, okay. Hat sich, ich dachte. Ich wollte gerade sagen, der macht sich eigentlich da einmal und schaust du die Mühe hier und so zu parken. Hallo, Officer. Ja, moin, du kriegst zwei Stück dazu. Erstmal die Parkung abgelaufen. Das ist klar. Und die falsche Richtung. Ich habe jetzt zwei Stück gekriegt. So, dann kriegst du hier noch einen Punkt. Eine Knolle wegen der Position. Schon wieder. Wo ist die Person, die Abfrage gerufen hat? Da bist du. Aber ist das du wieder? Nein, das ist ein anderer. Ich halte sie fest, weil sie Müll auf die Straße geworfen haben. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, was ich tue. Entschuldigung. So. So, dafür bekommst du jetzt erstmal den Verstoß. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Wirklich? Das ist viel Geld! So, was machen wir denn? Erstmal nach Perso fragen. Ihren Ausweis, bitte. Bitte sehr. Ablaufdatum 25, okay. Warte mal, kann ich jetzt ansprechen? Laufen Sie lassen. Können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So. Haben wir den auch weg? Ja, darf er ja tatsächlich sogar. Weiter. Schießt es sehr bald um. Da wäre ja schon die Polizeiwache, oder? Geh weg! Ist das richtig? Ja. Aber diese Abfallsünder hier. Ist das eine Person? Was ist denn die Person? Ach, da vorne. Du lernst aber auch nicht, ne? Der hat doch gleich, den haben wir doch gerade schon angehalten. Sag mal. Ich muss Sie wegen Umweltverschmutzung mit einem $25 Bußgeld belangen. So viel für so eine kleine Sache? Hieß der denn, den hat man den nicht im Schummel gemacht. Ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Ist das nicht der gleiche? Hier ist mein Ausweis. Bitte sehr. Das ist der gleiche Typ von eben. Den habe ich gerade schon belangt. Den Typ, den haben wir ja gerade schon mal belangt. Ich würde ihn jetzt am besten festnehmen, weil er ja eigentlich scheinbar. Ich werde jetzt alle festnehmen, warte mal. Theoretisch. Gestern war so ein Gelände verlassen? Nee. Kriegst du auf jeden Fall noch eine. Nee, warte mal, hä? Ich kann ihn ja eigentlich. Du hast bestimmt irgendwas am Stecken. Komm. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde sie durchsuchen. Der ist auf jeden Fall unbelehrbar, der Typ. Ich kann ihn ja nicht verhaften wegen irgendwas. Das ist das Problem. Ich würde ihn ja gerne einbuchten.
Er hat Marihuana, 21 Gramm. Ich nehme den fest. Bam. Betäubungsmittel. Marihuana. Nicht vom Steuer, sondern im Besitz. Sie sind festgenommen, da Sie zu große Mengen Cannabis bei sich führen. Sie sind ein lausiger Cop. Halt die Wacke. Du hast zweimal Müll weggeworfen, obwohl ich dich sogar belangt habe. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, ist mir scheißegal gerade. Adios, bye bye. Ihre Schicht ist um, Officer. Ah, der Typ. Ja, der ging mir auf den Senkel. Also, dass ich den jetzt zweimal belangen musste, in der gleichen Situation. Oh, mein Gott, passiert jetzt einfach. So, mach mal Feierabend für heute. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Schicht sogar schon bekomme. So. Ja, egal. Was soll denn nicht? Egal. Warte mal kurz. Eben gucken wir mal gerade kurz. Wiederholt, Strafzettel für. Ja, ist so richtig. Nicht verdächtig, Ausweiskontrolle. Das Suchen kann liegen. Und? Egal. Der Typ, der hat zweimal Müll weggeworfen. So, wir haben noch nicht ganz den 7. Haben wir noch nicht den 7. Scher, warte mal. Nein, warte mal. Ach, wir haben echt noch nicht den ganzen. Wir brauchen noch 30 Erfahrungspunkte, um den Sternfahrt zu kriegen, okay? Ist verrechnet. Gut, dann machen wir den in der nächsten Folge voll und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet bei Let's Play Police Simulator Petrol Officer.